So, bitte einfach hinsetzen, wo Sie wollen, und bitte hier auf den Fuß mal passen. So, please sit down wherever you want and please mind the stairs. So, bitte einfach rundherum aufstellen. Just take place around the sun. Kinder nach vorne, kids to the front. Best view in the middle. Beste Sicht haben Sie in der Mitte. Genau, bitte rundherum aufstellen. Beste Sicht in der Mitte. Best view in the middle. Und Kinder nach vorne, bitte. Kids to the front. Wie heute in der Wüste. In dieser Zeit beginnt die Entstehung der alpinen Salzlagerstätten. Regenwasser versickert und löst aus den Gesteinen Salze und andere Minerale. Über Bäche und Flüsse gelangen die Salze in das Meer. Das Meer wird zum Auffangbecken aller Salze.
Dort hat sich im Laufe der Zeit ein Salzgehalt von etwa 3,5% angereichert. Am Beginn des Erdmittelalters sind alle heutigen Erdteile in einem Superkontinent vereint, Pangäa. Diese Landmasse bricht auf, der Meeresspiegel steigt und Kontinentalränder werden überflutet. An einigen Stellen durchbricht das Meer küstennahe Bergketten und überflutet die dahinter gelegenen Landschaften. Gebirge heben sich und es bildet sich ein seichtes Binnenmeer, das vom offenen Ozean abgetrennt ist. Bei den damals hohen Temperaturen von mehr als 40 Grad und der intensiven Sonneneinstrahlung verdunstet mehr Wasser, als zufließt. Das Binnenmeer trocknet aus und übrig bleibt Salz, das sich mit anderen Mineralien wie Kalk, Gips und Anhydrit ablagert. Es folgen unruhige Zeiten. Vulkane brechen aus, Gesteinsmaterial rutscht in die Täler, Sandstürme wehen. Sedimente wie Ton, Sand oder Schluff lagern sich auf den Salzschichten ab. Im Laufe von tausenden Jahren erreicht dieses Salzgemenge eine Mächtigkeit von einigen hundert Metern. Das Klima bleibt tropisch warm. Im Meer entstehen Korallenriffe, die zu Kalkstöcken heranwachsen. Vom Süden her kollidiert die afrikanische Kontinentalplatte mit der eurasischen Platte und verschiebt Europa nach Norden. Und mit verschoben wird auch das Salz. Die Auffaltung der Alpen hat begonnen und die Gebirgsflanken der Berge werden steil und rissig. Die eingequetschten Salze werden überformt und durchknetet, bis sie schließlich dort abgelagert werden, wo wir sie heute abbauen. Durch das Gewicht der Kalkgebirge werden die weichen, plastischen Salzstöcke nach oben gedrückt, dicht ummantelt von einer schützenden Tonschicht. Ein Vorgang, der heute noch andauert. Haselgebirge wird dieses Salz-Ton-Anhydrit-Gemisch genannt. An dieser Stelle hier befinden wir uns etwa 100 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Die Gesamtlänge aller Stollen im Hallstätter Bergwerk beträgt mehr als 30 Kilometer. Das Salz aus Hallstatt, entstanden vor vielen Millionen Jahren im Meer, durch die sengende Hitze der Sonne. Denn alles Salz kommt aus dem Meer. Genau, so ist damals das Salz in unserem Berg gekommen. Unser Salzwert bewegt sich immer noch maximal einen Zentimeter pro Jahr, also nicht sehr viel. On to our second wooden slide. Die zweite Holzrutsche ist dreimal so lang wie die erste, das bedeutet 64 Meter. So the second wooden slide is three times longer than the first one, so 64 meters. Sicherheitsregeln sind soweit dieselben, maximal zu zweit, auf das grüne Licht warten, nicht bremsen und unten einfach zusammen warten. So safety rules are always the same, maximum in a couple, please wait for the green light, don't try to break and downstairs, just wait together. Das ganz Besondere an der zweiten Rutsche, vergessen Sie nicht zu lächeln, wir werden nämlich ein Foto von Ihnen machen und die Geschwindigkeit messen. So what? Itemar. Das ist 3 Kilometer so lang, hè? 3 Kilometer so lang. Also die Kamera ist fast am Schluss, so the camera is nearly at the end. Okay, let's go. Los geht's.
Ganz Europa. So well done, guys. This was the longest underground slide in whole Europe. Wow. Okay, dann folgt uns mal bitte einfach zum Zaun dort nach hinten. So please just follow me to the fence over there. So to the blue fence. So just take place here along the fence again. Kinder natürlich wieder nach vorne, so please. Kids to the front. Thank you.